Hallo zusammen und einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind wieder im Rizzi in Stuttgart. Ich bin der Philipp. Neben mir der Ben Benassre, Küchenchef und Geschäftsführer vom Rizzi. Und wir haben ja, wenn ihr uns aufmerksam zugeschaut habt und uns verfolgt habt, habt ihr schon mitgekriegt, wir kochen ein 5-Gänge-Menü. An verschiedenen Tagen eben immer einen Gang. Jetzt haben wir es geschafft, beim Hauptgang anzukommen. In der Tat, wir haben es geschafft. Wir wollen euch einfach ein bisschen bei Laune halten, dass wenn ihr jetzt zu Hause sitzt, dass ihr ein bisschen was zu tun habt, dass ihr mitkochen könnt. Bitte, wenn ihr mitkocht, macht Bilder, schickt sie uns. Wir freuen uns sehr darüber. Das Ganze könnt ihr dann auch natürlich, wenn wieder offen ist, dann auch hier im Rizzi das ganze Menü nochmal komplett essen. Etwas aufgepimpt vom lieben Ben. Unser Anliegen ist es natürlich, deshalb machen wir das auch und gerade die Produkte, die du benutzt und die Weine, die ich benutze, also nochmal dazu, ich bin Sommelier, das macht auch Sinn, dass ich dann eben den Wein dabei habe. Es geht darum, wir wollen die lokale Wirtschaft auch ein bisschen unterstützen, deshalb support your local. In dem Sinne, geht hier einkaufen, geht zu den Leuten hier bei euch im Ort, geht zum regionalen Metzger, geht zum Bauern um die Ecke, geht dahin, wo das Ganze einfach, wo ihr wisst, dass es von hier kommt, unterstützt sie. Jeder kann gerade die Unterstützung und die Hilfe brauchen. Und jetzt habe ich genug geredet, lieber Ben, ich glaube, du stellst uns jetzt mal vor, was es gibt. Ja, herzlich willkommen, die dazu jetzt geschaltet haben und letztes Mal auch unser Menü mitverfolgt haben. Heute gibt es was Mediterranes, was mir auch zu Ostern isst. Wir haben einen Lammkarree bzw. einen Lammrücken. Das habe ich von Frischlamm bekommen. Das ist hier in Stuttgart. Die meisten Lämmer kommen aus der Schwäbischen Alb. Das ist natürlich sensationell. Ja. Super to local, also Regionalität. Das ist sehr wichtig. Paprika, Gemüse haben wir auf jeden Fall auch von Denzer. Das ist hier in Backnang. Das ist ein Biobauer. Ein Biohof ist es. Wir arbeiten auch eine Weile zusammen. Die Artischocken allerdings, die kommen jetzt aus Italien ausnahmsweise. Geht leider nicht anders. Ich glaube, das ist okay für eine Artischocke, das ist okay. Kann man das mal machen. Und von daher, ja, heute machen wir einen gebratenen Lammrücken mit Paprika-Chutney, poelierte Poveraden bzw. glasierte Poveraden und ein Thymian-Jus. Ich hoffe, ihr habt alle Zutaten schon vorbereitet zu Hause. Ich würde sagen, wir legen los. Als allererstes machen wir den Lammrücken. Okay. Wie man hier sieht, das habe ich von meinem Metzger schon geputzt bekommen. Ich habe gestern Abend etwas Fond, das habe ich auch aufgeschrieben, oder Bratensoße vorbereitet. Die ist hier, aber ich demonstriere das mal kurz hier auf dem Brettle. Hier haben wir unseren Lammrücken. Der ist schön geputzt. Das ist ein Lammkarree, der wird im Ganzen gebraten, der wird leicht ziseliert. Das machen wir ja schon beim letzten Mal, das Ziselieren, genau. Eben das Einritzen des Ganzen. Als allererstes leicht hier die Haut ziselieren, damit eben die Gewürze, die Aromen von den Gewürzen schön reinkommen. Und nachher kriege ich auch eine schöne, krosse Haut, die ich, wirst du sehen, nachher. Ich freue mich schon drauf. Ja. Das ist ein mediterranes Gericht, das ist eigentlich ein Klassiker in der klassischen Küche oder in französischer Küche. So, ich nehme hier etwas Olivenöl. Du brätst alles in Olivenöl, oder? Meistens, ja. Okay. So, leicht würzen. Ich glaube, das hatten wir schon beim letzten schön Mal. Schön einmassieren, eben, dass sich das Salz gut verteilt. Weißer Pfeffer. Ich verwende meistens nur weißer Pfeffer, kein schwarzer Pfeffer, weil er vom Geschmack her etwas feiner ist. Okay. Man kann ja nachher die Würze auch dosieren. Ich mache nicht so viel von vornherein. Ich mache das lieber nachher. Dann habe ich die Aromen vom Pfeffer so, wie ich sie möchte. So. Auf der Hautseite kurz anbraten. Etwas Knoblauch, okay, Knoblauch vorbereiten. Ich finde es bei dir sehr, sehr schön, das dass ist du hier sehr viel mit Knoblauch machst. Frischer Knoblauch, also kein getrockneter Knoblauch. Die Jahreszeit ist sehr dankbar. Es gibt sehr viele gute Sachen. Die Jahreszeit ist top. Ja. Apropos gute Sachen. Ich darf mich jetzt mal, während du da noch fleißig am Braten bist, dass man auch ein bisschen Grund hat, warum ich da bin oder einen Sinn. Ich habe natürlich auch einen Wein mitgebracht. Ihr habt es beim letzten Mal gesehen, wir hatten immer Weißwein, dann hatten wir Glaudenoir etc. Jetzt sind wir endlich beim Rotwein angekommen. Ihr seht es mit dem Frosch drauf, das hat natürlich nichts mit dem Wein zu sagen. Er riecht auch nicht froschig und schmeckt nicht so, sondern du hast einfach, es ist ein Künstleretikett und zwar ist der Wein vom Weingut vom Graf von Wenzel Sturmfeder aus Schotzach bei Heilbronn. Ist ein Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon
einfach deshalb genommen, weil du hast die Paprika dabei, du hast nachher auch mit dem Lamm hast du natürlich ein bisschen kräftigeren Geschmack. Da braucht man einen Gegenspieler, der da mithalten kann, dadurch den Cabernet. Und beim Cabernet hat man es ganz oft, dass man auch Noten von Paprika eben im Wein rausriecht. Also ein Wein kann bis zu 1600 verschiedene Geruchsnuancen haben. Okay. Es geht darum, die Primären rauszufiltern. Das sind so die ersten 3, 4, 5. Und die dann einfach darauf abzustimmen, was man dann am Endergebnis für ein Essen macht oder was du, ja, was du dann dazu hast. Weil das Wichtige ist, sollte sich immer, wenn der Ben ein tolles Essen macht und es schmeckt fantastisch, geht es dazu, dass man und ich jetzt einen Wein habe, der vielleicht jetzt zu lasch ist, dann würde das Essen den Wein erschlagen. Genauso wie umgekehrt, wenn der Ben jetzt einen filigranen Fisch macht und ich schlage ihn dann mit einem Wein tot, macht das auch keinen Sinn. Und es soll sich zusammen einfach addieren und schön hochgehen. Und da ist so ein Cabernet gerade zu dem Gericht, glaube ich, ziemlich geil. Und wie gesagt, ihr könnt die Weine natürlich auch online bestellen. Also ihr könnt sie an den Shop gehen. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie was kaufen. Deshalb stay at home immer wichtig. Deshalb könnt ihr das Ganze auch online bestellen beim Graf Wenzel. So, hier in die Kamera einmal reinschauen. Unser Lammrücken oder Lammkarree haben wir sehr schön scharf angebraten. Jetzt kommen die Aromen dazu. Knoblauch, Rosmarin, Thymian, ganz wichtig. Ich darf dir kurz eine Frage stellen nebenher. Ganz kurz ein Stückle Butter drauf. Und das Ganze kommt jetzt in den Ofen rein. Bei 130 Grad ungefähr ja, eine gute halbe Stunde. Ja, erzähl mal. Die Frage ist, die der Ralf uns gestellt hat, ist, was mit der Knochenhaut auf der Rippenseite passiert. Ob du die abziehst oder lässt du die dran? Die habe ich in der Tat diesmal dran gelassen. Das sieht man hier sehr schön. Die kann man abziehen. Aber durch das Schöngarn, das brauchen wir nicht abziehen. Also das kann man dran lassen, okay. Da passiert auch nichts. Ja? Sehr schön. So, jetzt gehen wir mal kurz in den Ofen rein. Also jetzt ist der Ben kurz weg, er läuft einmal rum, um an den Ofen zu kommen. Wie ihr wahrscheinlich schon, oder vielleicht den Aufmerksamen schon aufgefallen ist, wir füllen jetzt wieder von der anderen Seite als beim letzten Mal. Und hier ist auch im Ritzi, wird gerade fleißig umgebaut, die Küche wird neu gemacht. Ich weiß nicht, beim ersten Mal sah das Ganze hier noch anders aus. Jetzt sind hier die Wärmelampen dazugekommen und es ist auch, hier wird fleißig gewerkelt. Auch so nach dem Motto, dass halt einfach die Zeit nutzen, dass man damit was machen kann, dass das Ganze Sinn macht, wenn wieder aufgemacht wird, dass für euch alles super schön ist in dem Fall. So. So, und bevor du an mir vorbeirennst. Ah, sehr schön, dankeschön. Bitteschön, so. Bitteschön. Also, cheers. Sehr zum Wohl, ihr Lieben. Cheers. Cheers auf euch. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken. Wir haben jetzt unser Lammrücken schon gebraten. Er ist im Ofen. Der braucht ungefähr, ja, bei mittlerer Stufe, sagen wir mal 130 Grad, 120 Grad. Das ist eine sehr schöne Temperatur, dass eben unser Lammrücken schön langsam gart. Nicht zu viel Hitze, das bringt gar nichts. Butter, die Aromen, Rosmarin und Knoblauch, die gehen jetzt schön hinein in das Fleisch und dann haben wir wirklich eine schöne mediterrane Note. Was willst du da für eine Kerntemperatur haben, wenn es für dich? Für mich, Lamm ist es schwierig. Beim Lamm, also Medium Rare, Lamm essen, das ist zäh. Also Medium ist perfekt. Ja. Ich sag mal zwischen 54 und 56 Grad okay. Höchstens. Dann ist es super gebraten und dann kann man es wunderbar essen. Ja? Sehr schön. Also, als nächstes machen wir uns an unser Paprika-Chutney. Wir haben hier Spitzpaprika. Ich verarbeite sehr gerne Spitzpaprika, weil sie eben vom Geschmack her viel intensiver, viel feiner auch von den Aromen her, besser als die normale Paprika, sage ich mal. Hast du da auch ein bisschen mehr Süße dann mit drin bei der Spitzpaprika? In der Tat. Kommt mir das nur so vor? So ist es, so ist es. So. Die Paprika erstmal halbieren, dann entkernen. Wir haben es vorgenommen, dass wir einfache Gerichte kochen, dass wir die Leute auch zu Hause nicht überfordern. Deswegen werden wir die Haut jetzt dran lassen. Wir machen einen sehr einfachen Chutney, aber nichtsdestotrotz sehr schmackhaft und einfach in der Vorbereitung, dass man auch eben nicht nur die ganze Zeit in der Küche verbringt, sondern auch ein bisschen auch vom Tag hat, ja, oder vom Abend. Jetzt gerade bei dem schönen Wetter, also ich weiß nicht, wer alles zuschaut, hier in Stuttgart scheint die Sonne, es ist wunderschön warm, deshalb verbringt man natürlich auch die meiste Zeit am besten draußen und deshalb macht euch ein schnelles Essen, aber trotzdem gutes Essen. So. Und ich meine, ihr seht schon, wie der Ben schneidet, das ist dann auch so eine bisschen schnellere Geschichte. Die Paprika würde ich in Streifen schneiden, feine Streifen, man sagt auch Chiffonade oder Julien in der Fachsprache. Kannst du dazu was sagen wegen roter und gelber Paprika? Weil du jetzt die zwei verschiedenen genommen hast. Ja, eben für die Farbe. Also grüne Paprika verwende ich ungern.
weil ich finde, die hat zu viel Bitterstoffe. Okay. Und eben die gelbe und die rote Paprika, die hat so eine leichte Süße. Und ich finde, die ist einfach schmackhafter. Das ist meine persönliche Meinung. Und von daher, deswegen verwende ich einfach gern gelbe und rote Paprika anstatt jetzt grüne Paprika. Ja. Außer bei den Pimentos di Padron. Oder die grüne Spitzpaprika, die man jetzt einmal beim Türken findet, die finde ich auch sehr lecker. Die kann man wunderbar grillen und man kann einen sehr leckeren gegrillten Salat damit machen. Paprikasalat mit Thunfisch oder sowas, das schmeckt auch sehr, sehr gut. Aber für sowas nehme ich sehr, sehr gerne Spitzpaprika. Ja? So, wir haben zwei Paprika, die schneiden wir jetzt kurz in Julienne. Es ist, glaube ich, immer wichtig, dass in der Küchensprache alles immer seinen eigenen Namen hat. Wie jetzt die Julienne, das kleine Würfel Brunoise heißen. Und dass man da immer seinen französischen Namen dazu hat, ist, glaube ich, für euch Köche immer was Wichtiges. Ne? Ja gut, das hat sich einfach im Laufe der Jahre, da die Nouvelle Cuisine oder die klassische Küche, das hat mit Paul Bocuse und Escoffier und so weiter, ein bisschen davor Escoffier hat angefangen. Und hat man die Küche im Prinzip so in Posten geteilt. Es gibt der Entremetier, der Garde-Manger, der Poissonnier, der Saucier. Und eben ist diese Fachsprache entstanden. Und es ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich glaube auch. In jede Küche, egal, ich habe in Libanon gekocht, in Italien. Also wenn man die Fachsprache von der Küche kennt, also da ist man gut aufgehoben, auch wenn man auch die Sprache nicht kennt. Also das ist so. Das ist tatsächlich, glaube ich, das wirklich. Und deshalb ist es auch immer lustig, wenn du so viele... Also für mich ist es ja auch, wenn du manche Worte benutzt, die auch ich noch nicht kenne. Aber das ist dann immer sehr, sehr schön. Und ich glaube, da kann man wirklich, das ist dann auch so eine Sprache, wo es jeder versteht, in der Küche zumindest. Für die, die es nicht verstehen, einfach fragen. Ich versuche, alle Begriffe dann zu erklären, beziehungsweise der Ben. Wir haben hier die Schalotten, die schneiden wir auch in Streifen. Die Pfanne habe ich aufgesetzt, leicht erhitzen. Da kommt etwas Zucker jetzt gleich rein, die Gewürze. Ja, so. Hier habe ich ein bisschen Zucker. Das wird karamellisiert kurz. Dann, ganz wichtig, hier habe ich etwas Vanille und Sternanis. Das, diese Gewürze, das sind so Geschmacksmemoiren von mir zu Hause. Habe ich ja letztes Mal auch erwähnt. Das verwende ich auch gern und dadurch kriegt auch unsere Küche oder unsere Geschmacksrichtung so eine eigene Handschrift. Ja? So, dann brauche ich etwas Butter. Endlich wieder Butter. Nicht zu viel. Dann etwas, etwas Olivenöl. Die Gewürze werden geröstet, karamellisiert. Dadurch kriegt man einen intensiveren Geschmack in unseren Chutney und auch viel, viel feiner. Ja, wie einfach nur die Gewürze rein zu schmuggeln sozusagen. So, jetzt kommt die Paprika dazu. Jetzt kurz scharf anbraten. Die Vanilleschote hast du jetzt nicht ausgekratzt, weil du einfach nur so ein bisschen den Geschmack haben willst. Genau, weil ich brauche, sonst wird es ja so seifig, dann schmeckt es zu sehr seifig. Ich habe nur eine Viertelschote genommen. Jetzt habe ich etwas Knoblauch, das mache ich auch mit rein, das tun wir nachher raus. Ja. Ist ja auch nur ein kleines bisschen Knoblauch. So ein Viertel Knoblauch. Knoblauch ist sehr gesund. Ich verwende es einfach gerne. Ja. Da kannst du sagen, was du willst, Philipp. Ich bin total bei dir. Ich verwende gerade nur zur Zeit einfach sehr viel Bärlauch. Weil bei mir vorm Haus ist ein riesen Bärlauchfeld und da kann man einfach dann, ich mache das total gerne mit Bärlauch gerade. Aber sonst bin ich totaler Knoblauch-Fan. Wie man hier sieht, eine wunderschöne Farbe, die Aromen. So. So, ich habe es wahnsinnig gut. Mein Kameramann etwas Aromen rüber. Ja. So. Jetzt mache ich Noli Bras. Okay. Und Pernod. Du machst da immer eine Mischung aus beidem, oder? Genau. Dann habe ich hier etwas Geflügelfond. Das tue ich jetzt einfach rein. Warum machst du jetzt in dem Fall Geflügelfond rein? Also ich meine, weil wir Lamm benutzen, würde es keinen Sinn machen, einen Lammfond reinzunehmen? Gut, oder? Wir nennen es Fond Blanc, also ein weißer Fond. Also da kommen Geflügelkarkassen rein, Sellerie, Karotte, ein bisschen Zwiebel. Keine Gewürze, gar nichts und es soll neutral vom Geschmack her. Okay. Also wir machen den Gemüsefond und Fond Blanc, das sind die Grundfonds, die wir zum Kochen brauchen in der Küche. Ja?
wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Lammfond dazu machen würde, würde das ganze Geschmack von der Paprika, von den Aromen, von dem Sternanis, von der Vanille komplett übertünchen. Das möchten wir nicht. Wir möchten zwar einen sehr schönen Fond haben, der nach Lamm schmeckt, nachher als Soße, aber die Paprika, unser Paprika-Chutney sollte einfach nach Paprika schmecken und nicht nach Lamm oder sonstiges. Ja? Deswegen nehmen wir einfach einen Fond Blanc, den wir auch, auch Geflügel vornehmen. Ja? Wir trinken mal ganz kurz einen Schluck, weil Andreas hat gesagt, er ist noch beim Schalottenschneiden. Also wir trinken einfach mal kurz, wir nutzen diese Chance. Andreas, würde ich sagen, Gas geben. Cheers, wir machen für dich eine Trinkpause, nur für dich. Ich kann was dazu erzählen. Wir haben noch eine Frage, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf. Und zwar ist die Frage mit, wie sicher ist es, Bärlauch privat zu kaufen? Also wahrscheinlich, oder im Wald zu sammeln. Im Prinzip ist das kein Problem. Wenn du es erhitzt, macht es ja nichts aus. Also es ist halt wegen dem Fuchsbandwurm, ist wahrscheinlich die Frage. Ja. Das ist natürlich der Punkt, wenn man das erhitzt, ist der Fuchsbandwurm tot, ist kein Problem. Es gibt tatsächlich immer noch in Deutschland, ich glaube, einer von einer Million fängt sich das pro Jahr noch in Deutschland ein. Also es ist sehr, sehr selten, dass du es kriegst, aber es kann natürlich passieren, deshalb einfach durch Erhitzen, dann ist das Ganze weg. Und natürlich hat man auch noch das Pendant zu Bärlauch, dass es Maiglöckchen sein könnte. Genau. Weil es gleich aussieht, Maiglöckchen ist giftig, aber ganz im Ernst, wenn man dran riecht und es riecht nach Knoblauch, dann ist es kein Maiglöckchen. Ja, also Bärlauch, sag ich mal, zu pflücken und zu sammeln, ist ja jetzt kein Hexenwerk. In der Tat würde ich aufpassen. Wichtig ist, gründlich waschen. Mhm. Wenn man es jetzt, verarbeiten möchte, also irgendwie jetzt so, als man macht eine Bechamel, macht eine Bärlauchschaumsuppe, eine Grundsoße oder irgendwas, das geht ja dann schon. Man kann es ja erhitzen. Aber ich würde wirklich aufpassen, wenn ich jetzt ein Bärlauchpesto mache, dann muss ich schon sicher sein, dass es auf jeden Fall rein ist. Ja. Also es muss wirklich rein sein bei. Ja, also die Gefahr ist sehr groß, dass man auch krank wird und das will man natürlich nicht. Nee, also deshalb, ich denke, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, beim Sammeln, wenn es nach Bärlauch riecht, ist es Bärlauch. Wenn man es putzt, ist wichtig, aber man kann leider diesen Fuchsbandwurm nicht abwaschen. Der bleibt drauf, deshalb muss man es einfach kurz durcherhitzen und dann ist es überhaupt kein Problem mehr. So, man sollte aufpassen beim Chutney, immer wieder nach und nach wenig Fond Blanc dazu und langsam einkochen, dass die Struktur von der Paprika sozusagen weicher wird, weil wir die Schale mitgenommen haben. Also von daher wirklich nach und nach langsam garen. Das ist eben wichtig, dass wir einen schönen Chutney, einen schlonsigen Chutney haben nachher. So. Ich darf die Frage weitergeben. Der Nick hat gefragt, das musst du mir beantworten. Und zwar ist die Frage, was man mit dem Wein macht, ob man ihn auf einmal in den Koch schüttet oder nach und nach. Also ich bin eigentlich für auf einmal, aber guck, also es geht. Also danke Nick dafür, dass wir wieder zum Trinken kommen, das ist sehr nett. Also ich würde es nach und nach, weil falls mir das auf einmal in den Koch hineinschüttelt, dann kann er nachher nicht kochen. Dann schmeckt Essen scheiße. Ja, dann ist alles nachher versalzen, das wollen wir nicht. So. So, ich hoffe, Andreas ist jetzt auch weiter mit der Charlotte. Dann also, machen wir jetzt ein bisschen weiter. Ich kann ja was dazu erzählen. Wir haben, das sind die Artischocken aus Italien, die werden wir jetzt putzen. Ich habe hier zwei Varianten. So verarbeiten wir eben die Artischocken bei uns. Wir nennen es auch Poveraden. Das sind kleine Artischocken. Wie man hier sieht, wir haben zwei Varianten. Wir haben eine Variante, die haben wir, wie man hier sieht, in Essig, Wasser und Gewürzen gekocht, mit etwas Senfsaat und so weiter. Die wurden gekocht bzw. blanchiert, dann eingeweckt. Das kann man wunderbar vormachen. Das ist halt eben für uns in der Küche ganz wichtig. Diese Jahreszeit, habe ich ja gesagt, die ist dankbar. Jetzt gibt es eben Artischocken. Wir haben ungefähr 60 Gläser im Kühlhaus, eingeweckte Sachen. Wir verwenden immer die Produkte, auch jetzt, sage ich mal, in Richtung jetzt Sommer, Winter. Ja. Ich verarbeite sehr gerne Artischocken und deswegen legen wir es auf zwei Varianten, also zwei Sorten ein. Also einmal mit Essig und Gewürzen. Falls jemand die Rezepte möchte, kann sich gerne. Dann haben wir hier die Artischocken oder die Poveraden, die wurden in Öl konfiert, also langsam. Mit Sternanis, Piment, Wacholderbeeren, Thymian, Lorbeer und so weiter. Und das ist mindestens ein Jahr haltbar. Okay, so lange. Genau. So hat es zum Beispiel meine Oma gemacht zu Hause.
Und das habe ich einfach mitgenommen als Kind. Diese Geschmäcker einfach, die kann man nicht vergessen. Ja. Und dann hat man das ganze Jahr eben Artischocken. Man kann es als Vorspeise essen oder man kann es so wie jetzt, wie wir es jetzt machen, auch zum Lamm oder zum Fisch oder Steinbutt oder Kabeljau. Ich finde, ich glaube, es ist auch eine perfekte Kombination. So Artischocke und Lamm. So, jetzt machen wir uns an der Artischocke ran. Viele trauen sich gar nicht. Wie soll ich die Artischocke putzen? Das ist wirklich sehr, sehr einfach geputzt. Ich habe hier ein sehr scharfes Messer. Ich nehme die Artischocke her und schneide die einfach so Schale weg, einfach rund. Dass du sozusagen am Boden dran bleibst, am Artischocke. Genau, dann schaut es so aus. Sieht auch nett aus. Ja. Dann gehe ich her, schneide einmal die Lamellen hier. Ich glaube, ich kann dazu kurz etwas, während du da noch am Putzen bist, unnützes Wissen einstreuen. Und zwar ist es bei der Artischocke, die Geschichte der Artischocke, fand ich ganz lustig, weil es aus der griechischen Mythologie kommt. Und Zeus hatte sich in eine Nymphe verliebt, in die Nymphe Cynara. Und sie hat ihn abgewiesen. Daraufhin wurde Zeus so sauer, dass er sie zur stacheligen Artischocke verwandelt hat. Oh. Und das Einzige, was noch geblieben ist, eben der Name des Cynara, also der lateinische Name, der Artischocke, der ist noch geblieben. Und deshalb, also nach dieser Nymphe eben sozusagen benannt, wenn man an die griechische Mythologie glaubt. Ja. Und die Artischocke war 2003 Arzneipflanze des Jahres. Hm? In der Tat. Sinnloses Wissen. Oh. Also, die Artischocke, so sah sie aus. Wir haben sie außenrum geputzt. Dann haben wir die Blätter hier rausgezupft. Mhm. Ja, einzeln. Jetzt habe ich im Prinzip eine schöne Artischocke, die so ausschaut. Jetzt gehe ich her. Das nennt man einen Kugelaussteller. In der Fachsprache sagt man einen Parisien. Frag mich nicht, warum. Ja, heißt es so. Dann gehe ich hierher und versuche, die Artischocke zu entkernen. Eben hier, man sieht es sehr schön, man hat so Lamellen oder so Härchen, die schmecken nicht, die bringen gar nichts. Ja? Das hat so ein unangenehmes Gefühl, ja, wenn man das hat, ja, außer bei sehr, sehr, sehr junge Artischocken. Das kann man dann verwenden. Einmal auskratzen, komplett. Also ich nehme mal an, das kann man auch, wenn man jetzt keinen Kugelausstecher zu Hause hat, wahrscheinlich auch sehr gut mit einem Löffel machen. Ja, mit dem Löffel oder auch mit so einem Office-Messer oder einem Turniermesser geht es auch. So. Aber nicht in die Finger schneiden dabei, nee, bitte. Dann tue ich immer gerne die Zitrone, die Artischocke oder die Poverade leicht einreiben. Sie oxidiert sehr, sehr schnell. Das heißt, die wird einfach so dunkelbraun. Deswegen reibe ich sie gerne schnell mit Zitrone ein. Dann bleibt sie so schön hell, so wie hier. Ja? Unsere Aufgabe ist jetzt, die Artischocke bzw. die Poverade so zu turnieren, dass sie so ausschaut wie diese hier. Ja? Also, dann gehe ich her mit meinem Messer, schneide etwas vom Stiel ab. Man fängt immer oben am Stiel, wenn man turniert, hier mit der Messerspitze nach unten, vorsichtig. Gibt es noch Fragen, Philipp, zu Artischocken? Ja, es gibt gerade eine Frage, ich wollte dich jetzt nur nicht unterbrechen. Und zwar hat uns die Gabi gefragt, ob man Artischocken ganzjährig frisch bekommt. Ja, jein, also ich würd sie nicht kaufen, die gibt es tatsächlich schon. Aber die Qualität ist halt nicht die gleiche. Also deswegen versuchen wir jetzt einfach durch die Situation, jetzt Corona und so weiter. Klar, man kann Artischocken Theker kaufen. Ich finde, die Produkte, wenn sie Saison haben, so schmecken sie am besten. Und da sollte man die auch essen. Ich finde halt auch, wenn du sie, du kannst sie auch in diesen Gläsern kaufen, wo sie dann gekocht sind. Und also ich muss sagen, ich finde den Geschmack schrecklich. Wenn du jetzt irgendwie beim Italiener um die Ecke bist und das auf die Pizza mit drauf macht, diese Dosen-Artischocken, finde ich, schmeckt einfach alles nur noch dieser Dose. Das ist ziemlich unsexy. Also in der Tat, diese Dosen-Artischocken, die man auf eine Pizza bekommt, für manche schmecken sie. Sobald sie wirklich solche Artischocken gegessen haben, dann wissen sie, wie eine Artischocke schmeckt. Ja. Ja. Und Artischocke ist übrigens auch ganz lustig, weil Artischocke verändert tatsächlich auch den Geschmack der Getränke dazu sehr, sehr stark. Also Artischocke ist ein Gemüse, das sehr, sehr schwierig zu kombinieren ist, auch gerade mit Wein. Oder jeder kann es mal, wenn es jetzt auch nicht Wein ist, einfach mal probieren, Artischocke davor ein Glas Apfelsaft trinken, meinetwegen dann die Artischocke, dann nochmal den Apfelsaft, der schmeckt komplett anders. Also die Artischocke verändert den Geschmack sehr, sehr stark. Ich möchte das mal kurz in der Kamera zeigen.
Ich habe jetzt die Artischocke von hier oben. Ich demonstriere das nochmal. Nach unten geputzt, so. Dann habe die so in der Hand gehalten und dann rund sozusagen geputzt. Alles, was grün ist, ist weg, ist hier drin. Ja, jetzt habe ich ein paar Lamellen hier drin, die schneide ich jetzt weg. Warum schneidest du die weg? Kann man die nicht noch benutzen oder sind die nicht lecker? Wenn man die konfiert oder brät nachher, das sind dann wirklich, die verbrennen sehr schnell. Oder die sind dann nachher so wie Schmirgelpapier. Das ist unschön. Und, nee, das wollen wir nicht. Also das wollen wir überhaupt nicht. Und so schaut die Artischocke aus. Ja? So, die Schale, die kann man natürlich aufheben. Man macht eine Sauce Barigoule. Das sind Klassiker, auch in der französischen Küche. Man nimmt Schalotten, Knoblauch, ein bisschen Paprika, eingelegte Tomaten. Ja, und tut man das Ganze ansetzen wie eine Soße. Das können wir auch gerne nächste Woche vielleicht demonstrieren, wie man die Artischockenschale verwendet. Das ist ja das Dankbare an der Artischocke. Man kann wirklich alles essen. Man kann sie auch roh essen. Das zeige ich dir jetzt kurz, wie man die auch roh isst. Wunderbares Gemüse. Einfach toll vom Geschmack. Das hat ein ganz anderes Aroma wie jetzt, sag ich mal, Zucchini oder sowas. Das ist, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles tolles Gemüse, ja. Was ich ganz toll finde, ist, wenn du es, das kenne ich eben aus Frankreich auch, gerade an der Bretagne, wenn du die Artischocke dann, also die Blätter, also wenn du sie kochst oder garst im Dampf und dann die einzelnen Blätter in ein Dressing oder in eine Soße tauchen und das Ganze dann einfach so abzuzurzeln, nennen wir es mal abzurzeln, dann finde ich es auch sehr lecker. So. Wir haben eine Frage und zwar, ob man aus Artischocken Sorbet machen kann. Also können bestimmt, aber... Ja, warum nicht? Also habe ich noch nie ausprobiert, aber danke für die Anregung. Ich würde es auf jeden Fall testen, das sage ich euch. Das würden wir natürlich machen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist es ein gebeizter Fisch. So eben ein weißer Fisch, der gebeizt ist. So ein schwarzer Heilbutt oder ein weißer Heilbutt, der leicht gebeizt ist. Dazu rohmarinierte Artischocken mit einem Artischocken-Sorbet. Das ist eine gute Kombination für den Sommer. Vielen Dank für den Tipp. Danke, wir haben schon, der Ben hat, glaube ich, schon ein neues Gericht für die nächste Karte gerade. So, ich wollte einfach nur mal einen Philipp demonstrieren. Hier habe ich die Artischocke, man kann es auch mit Trüffelhobel oder mit der Aufschnittmaschine dünn aufschneiden. Das machen wir immer, wenn wir die Artischocke verwenden bei uns in einem Gourmet-Gericht. Es gibt dann 3 bis 4 verschiedene Texturen. Wir haben dann eine Creme, wir haben was rohmariniertes, wir haben was frittiertes, wir haben was konfiert oder was poeliert, also gebraten oder sortiert mit Butter. Da kommt etwas Noli Prat drauf, Salz, ein bisschen Zucker, ja, und Olivenöl, Limonenöl. Dann habe ich hier ein bisschen Zitronensaft. Schau her. Okay. Das schmeckt wirklich wunderbar. Also wenn es dünn geschnitten ist, noch dünner, dann schmeckt es einfach toll. So, einmal für dich. So, eins. Probe. Also wir müssen, glaube ich, dazu sagen, auch mal im Vorhinein, dass wir tatsächlich alle uns hier alles desinfiziert haben, uns die Hände desinfiziert haben und dass ihr deshalb also da auf der sicheren Seite sind, dass hier alles, denke mal, sehr, sehr virenfrei ist. Merkst du was? Mhm. Super lecker. Also, schön, wir haben die Artischocke vorbereitet, geputzt. Die würde ich jetzt in so Ecken schneiden. Mhm. So, hier für den Kameramann, bitteschön. Ja. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Da brauchen wir eine Pfanne, beziehungsweise eine Sauteuse. Ich wollte gerade sagen, das ist keine Pfanne. Damit legst du mich nicht rein. Unser Schalottenchutney, das schaut schon mal sehr gut aus. Es ist eingekocht, es ist schlonsig, es ist top. Ja, das lassen wir noch mal kurz. Dann machen wir ein bisschen Wasser noch dazu. Da probieren wir gleich. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus und riecht vor allem noch viel besser. Hier ist es. Einfach die Aromen. Ist, Leute, das müssen wir einfach so live gesehen haben. Ja, wie gesagt, es hat ja mir läuft das Wasser in den Mund wirklich. Die anderen sind ja gerade dabei und kochen hoffentlich genau das Gleiche. Und von daher sollte das dann auch so, die Poveraten gut passen. Haben wir hier. Ihr riecht wahrscheinlich dann zu Hause. Also hoffe ich. Philipp, ich habe dir versprochen zu zeigen, wie man den Lammfond vorbereitet. Upala. Ja, Bumsi-Bums. Das kann passieren, das ist alles noch ganz. Man kann hier die Frage von dem Kollegen, der Ralf, vorhin. Hier sind die
Silberhaut. Die Silberhaut, genau, die kann man entweder vom Metzger entfernen lassen oder man kann es auch selber machen. Ich trinke so lange mal Wein. Zack. Dann ist es auch weg. So wie man hier sieht, zack. Ja, das ist dann entfernt. Was wir im Gourmet-Bereich machen. Ich glaube, das muss der Ben noch mal sehen. Ich glaube, das war für ihn bestimmt. Sehr gut. Freut mich, Kapfenhardt, bin ich jetzt Bewanderer von dir. Ein Bewunderer von dir. Ja, sehr gut. Freut mich sehr. Wo ist der? Wie heißt der? Nee, das war auf Instagram, glaube ich. Ach so, gut. Sehr toll. Freut mich sehr. Danke. Also, hier die Knochen, die kann man entfernen. Die Silberhaut und die Haut. Wenn man das dann daheim macht, also wenn man einen Lammsattel bekommt, was ich gestern gemacht habe, ich habe sie ja ausgelöst. Ja, man kann die berühren. Sind jetzt in dem Fall die Abschnitte, die du einfach Abschnitte so nicht weiter, vom Fleisch, die man die jetzt so nicht isst. Hier mit etwas Olivenöl, ein bisschen Knoblauch. Wieder mal ein bisschen Knoblauch, also so. Ganz wichtig, ganz wichtig. Also ganz, ganz wichtig. Schön scharf anbraten. Dann Schalotten, Zwiebel, Karotte, Staudensellerie und so weiter, was man eben halt für Lammfond braucht. Oder also im Prinzip einfach ein Suppengrün mit noch zusätzlich Staudensellerie dazu. Kein Suppengrün, sondern eher Mirepoix ist es in der Fachsprache. Ich finde es immer schön, ich gehe ja noch als Franzose raus. Also. Das ist Wurzelgemüse, den man einfach für Soße verwendet. Bei Lamm verwenden wir Staudensellerie, Knollensellerie, Karotte, Fenchel und Schalotten, Knoblauch. Okay. Dazu die gehören noch dazu die Aromaten, also Gewürze, Sternanis in diesem Fall. Ich mache gerne Langpfeffer noch mit rein. Und dann nimmt man das mal her. So, die parieren. Wie gesagt, wenn man Karotten und so weiter hat, man macht es dazu. Sehr gerne, liebe Sandra. Wir machen das sehr gerne für euch. Mir wurde gerade gedankt für die Zeit und die tollen Tipps. Also die Tipps gehen dann eher an dich. Und, sehr gerne. So. Wir freuen uns, wenn ihr zuschaut und wenn es euch gefällt. So, Lorbeer. Ich mache sehr gerne immer ein Stückchen Butter dazu. Hier. Dann Tomate. Kannst du nicht oft genug sagen, Butter, in dem Falle Fett, ein Geschmacksträger. Man sollte damit nicht sparen. Also ich denke mal, man macht ja auch zu Hause dann nicht jeden Tag, dass du so aufwendig kochst und so viel hast, sondern dass es dann eher mal dann so einem besonderen Essen ist und dann macht das bisschen Fett auch nicht viel aus. Es schmeckt halt einfach besser. So, ich habe jetzt etwas Butter dazu gemacht, etwas Zucker und karamellisiere jetzt meine Lammabschnitte mit der Tomate, mit den Aromen leicht. Ja. Jetzt kommt mein Lammfond dazu. Die Gabi hat gerade gefragt, wie viele Stunden ein Fond kochen muss. Ja gut, also es gibt ja zwei Varianten, sage ich mal. Ja. Es gibt die Variante 1, man kocht in einer Brasserie oder sag ich mal, ein einfaches Restaurant. Man setzt die Soße einmal an. Das heißt, man kauft einmal Knochen, ein bisschen parieren, Abschnitte und kocht die Soße ungefähr 4 bis 5 Stunden. Okay. Im Gourmet-Restaurant, man setzt die Soße 3 bis 4 Mal an. Das heißt, es dauert 3 Tage, bis eine Soße fertig ist. Das muss man sich wirklich vorstellen. Wie aufwendig, also Soße ist einer der teuersten Produkte oder überhaupt Komponenten in eine französische oder klassische Küche. Also das ist keine Bratensoße, wo man Tüte auf, einmal rühren, fertig. Nein. Also das ist auch tatsächlich, also ich glaube, wenn Gäste dann da sitzen, die nach viel Soßennachschlag haben wollen, blutet, glaube ich, jedem Koch immer das Herz. Vor allem, also ich meine, es ist ja schön, dass es den Gästen schmeckt, aber es ist natürlich so die aufwendigste Sache und das ist natürlich schwierig. Ja, also Soße ist wirklich die Königdisziplin. Vielen Dank, lieber Wilfried. Er hat gerade gesagt, dass wir das sehr, sehr schön machen. Ja, danke schön, Wilfried. Ja. Oh, ja, hi, grüß dich, danke. In der Tat, Soße ist wirklich, also Soßen, das ist die Königsdisziplin. Ich habe damals in der Lehre von meinem Chef immer gesagt bekommen, alles, was die anderen Posten falsch machen, kannst du als Poissonnier, also oder Saucier, kannst du mit der Soße noch retten, weil deine Soße gut schmeckt. Also Soße, man muss sich wirklich Zeit lassen,
Da hilft nicht einfach schnell. Das funktioniert nicht. Die Knochen müssen wir langsam rösten, die parieren. Die Abstände, wann mache ich was rein, mit dem Wein reduzieren, wann kommt mein Gemüse, mein Röstgemüse bzw. Mirepoix doch dazu. Das ist eben wichtig für eine Soße, um eine gute Soße herzustellen. Also eine Soße einfach nur mit Wasser auffüllen, das machen wir zum Beispiel auch nicht. Wir haben immer den Fond Blanc, den wir zum Auffüllen nehmen. Das wäre der erste Ansatz, um die Frage jetzt zu beantworten. Eine gute Soße daheim zu kochen, brauche ich mindestens 4 bis 5 Stunden. Also locker. So, hier, wir haben jetzt unsere Lammabschnitte parieren mit Knoblauch, Schalotten und etwas eingelegte Tomaten. Das lassen wir jetzt einmal ungefähr eine halbe Stunde ziehen, weil wir einen Grundfond vom Lamm schon gekocht haben. Das heißt, wir brauchen nicht so viel Aroma vom Lamm in diesem Fall, weil wir haben es ja schon von gestern, von dem Lammsattel, von den Knochen, gerösteten Knochen, haben wir eine Soße gekocht, eine erste Soße sozusagen. Wir nennen es immer L1, also wenn es Lamm ist, L1, L2 und K, du weißt schon, Kanchi und so weiter. Das lassen wir jetzt mal ziehen. Jetzt mache ich mich ran an meinen Chutney, den möchte ich jetzt fertig machen. Jetzt nehme ich die Gewürze raus, weil wenn ich die jetzt da drin lasse, Sternanis und Knoblauch und so weiter, das wird so intensiv und dann schmeckt es auch. Man schmeckt die Paprika nicht. Warum mache ich Sternanis rein? Das ist eine ziemlich gute Frage. Das haben immer Köche gefragt, warum ich das so mache. Ich habe eine Tante, die hat uns immer geschmorte Paprika gemacht oder eingelegte Paprika gemacht. Und ich fand immer, Sternanis passt hervorragend zu Paprika. Vor allem noch mit Zitronenthymian. Das ist eine tolle Kombination. Und die passt wirklich, ob ich jetzt Veganer bin, Vegetarier, ob ich Lamm esse, also Fleisch oder Fisch. Das passt immer. Das kann also ich habe das tatsächlich auch noch nicht so gesehen. Also das ist auch das erste Mal für mich. Von der Nase her, vom Geruch her, ist schon fantastisch. So. Erst jetzt mache ich ein bisschen weißer Pfeffer dazu. Hier habe ich Piment de Spilett, um einfach die Paprika-Aromen zu verstärken. Das mache ich nicht von vornherein, sonst schmeckt es verbrannt und schmeckt es einfach nicht so, wie wir es wollen. Das hatten wir schon beim letzten Mal, dass es immer die Gewürze am Ende dazu machen dann, oder die Kräuter, dann sind sie einfach am intensivsten. Ja. Würdest du mir eine Pfanne von der Bühne reißen? Ich würde alles machen, lieber Ben. Vielen Dank. Ich bin so ein netter Kerl. Also, das können wir jetzt wegmachen. So, habt ihr noch Fragen? Na, wenn jemand Fragen hat, fragt uns jetzt. So, Paprika-Chutney ist fertig. Ich glaube, das ist ja keine Interaktion in dem Sinne, dass wir dann direkt die Frage an den Kopf geworfen kriegen. Aber fragt ruhig auch, wie gesagt, danach gerne, wenn ihr noch Fragen zum letzten Mal habt oder wenn euch noch beim Zuhause nachkochen irgendwie Fragen auftauchen, fragt uns einfach das nächste Mal oder schreibt uns, wir beantworten. Und ihr kriegt ja auch immer, wenn ihr es gesehen habt, der Ben ist ja auch, macht das Ganze dann nochmal im Prinzip, das ganze Menü, die ganzen Schritte, die er macht, schreibt er nochmal auf, dann könnt ihr das dann auch nochmal auf Facebook dann mitverfolgen und könnt euch das nochmal anschauen, die einzelnen Schritte, wenn ihr sie jetzt nicht mitgekriegt habt und nochmal die Zutaten und wie lange und wie und überhaupt. So, in diesem Fall nehme ich meine vorbereiteten Artischocken, die habe ich schon konfiert, ich bin etwas im Vorteil, aber das würde ich natürlich gerne zeigen, wie man das auch richtig macht. Man muss die Artischocke auch nicht konfieren. Man kann es auch wunderbar so roh putzen und braten. Okay. Schmeckt auch fantastisch. Ich habe das mal gehabt bei einem Italiener. Das fand ich auch sehr schön, die Artischocke. Also die rohe Artischocke bedeutend kleiner geschnitten. Das Ganze angebraten in Olivenöl, Knoblauch dazu, den richtig mit angeröstet und dann Panko-Mehl mit rein. Und das so als kleinen Snack vorneweg, fand das war echt super lecker. Super, also ich glaube, Artischocke ist echt was Dankbares und man kann echt viel damit machen. Aber ich überlasse es wieder dir, du brätst jetzt gerade die Artischocke in Olivenöl wieder an. Genau, leicht anbraten. Ich will sie ja auch knackig haben. Mhm. Das zeige ich einfach mal. Mache ein bisschen Thymian dazu. Wenig Rosmarin. Ich habe hier ein paar Tomaten geschmuggelt, die schneide ich jetzt in Streifen. Philipp fragt mich immer, das hast du nicht aufgeschrieben auf der Liste. Ja, ja, das ist sagt. So, also bei mir grundsätzlich ist es so, ein Gericht ist erst fertig, wenn er von der Karte runter ist. Also da kommt immer irgendwas dazu. Ja, also das ist auch nicht böse gemeint, wenn mal was vergessen wird.
sondern das ist dann halt tatsächlich, dass dem Bender noch was einfällt, dass man die frische Tomate, die du aufgeschrieben hattest, dann auch durch eine getrocknete ersetzen kann, was das Ganze dann noch ein bisschen leckerer macht. Also deshalb entschuldige schon mal an der Stelle. So, die Artischocken, die wir gerade geputzt haben, wirklich leicht in Olivenöl anbraten, langsam anbraten, das ist ganz wichtig. Wenn ich sie zu heiß brate, dann sind die von außen schön goldbraun und kross, aber innen drin sind sie noch hart und ja, nicht so schön, weil sie dann warm sind. Klar, man kann sie natürlich auch roh essen, aber das wollen wir nicht. Deswegen braten wir das Ganze langsam. Wundert euch nicht, warum ich mit meinen Händen immer arbeite. Also ich spüre... Ich mach mal kurz den Ofen. Ich mach auf. Danke. So, die Artischocken sind hier. Jetzt kommen die nächsten Artischocken noch dazu. Ah, das brutzelt so schön. Herrlich. Jetzt mache ich eben etwas Zucker und Salz dazu. Ein kleines Stückchen Butter. So, ich darf hier mal... Vorsicht, der Griff ist natürlich herrlich. Heiß. Achtung, nicht aufs Brettle. Ja, entschuldige. Ah, das braucht noch ein bisschen. Ich schieb das noch mal kurz rein. Also es geht noch mal zurück. Das ist immer das Schöne dran. Ich glaube, Achtung, Pfanne. Ja. Ich glaube, das Schöne dann, was man da auch immer sehen kann, da gibt es ja diese diverse Testideen, wie man das Fleisch messen kann, wie die Garstufe in dem Fall ist. Ich zeige das gleich, wenn ich die Pfanne wieder aus der Hand legen kann. Und zwar habt ihr mit den Garstufen, man kann es immer hier ganz schön machen, finde ich, am Handballen mit dem Finger. Wenn ihr es jetzt hier drückt und Daumen und Zeigefinger zusammen macht, hast du es in dem Falle jetzt Rare. Beim nächsten Finger wäre es Medium Rare, Well Done und Tot. Also dann wirklich nochmal deine Schuhsohle. Und so kann man das immer so ein bisschen für sich selber, wenn ihr dann aufs Fleisch drückt und das Ganze so ein bisschen hin und her kontrolliert, dann merkt man das so ein bisschen, finde ich, den Garpunkt. So kann man sich versuchen, ein bisschen zu merken. Aber da gibt es diverse Ideen mit hier auch an der Lippe anfassen oder am Kinn. Und jeder hat da, glaube ich, so sein Hausfrauenrezept. So, die Artischocken sind so schön gebraten. Wie man hier sieht, schöne Farbe. Jetzt mache ich ein bisschen getrocknete Tomaten dazu. Man kann das Ganze auch noch mit Oliven, Kapern verfeinern, wenn man das macht. Frische geschnittene Estragon oder Petersilie passt auch hervorragend dazu. In diesem Fall mache ich etwas Frühlingslauch. Du hast mich gefragt, warum ich Frühlingslauch habe, stand nicht auf der Liste. Das ist manchmal intuitiv bei einem Koch. Ich brauche was Grünes, ich brauche was Frisches. Wir haben ein bisschen Bronzefenchel, Mikroblutampfer vorbereitet, um das Ganze auszugarnieren. Ja, jetzt mache ich ein bisschen Frühlingslauch dazu. Okay. Ja. Also es schmeckt natürlich auch für die, die jetzt keinen Frühlingslauch haben, es schmeckt auch so fantastisch. So schön herrlich, schön frisch, das ist top. Mein Chutney ist fertig, das probiere ich jetzt mal kurz. Wie sah es noch? Thymian raus. So. Das mache ich auf dem Blech, hier drauf. Wunderbar. Das kann man hier vorbereiten. Da. Perfekt. Also mein momentan Schatten. Das ist ja fantastisch. Du wurdest gerade noch mal vom Andreas gefragt, ob du mit einem Fleischthermometer arbeitest. Kann man machen. Ich mache es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, durch die Erfahrung, die du mitbringst, ist das ein bisschen überflüssig. So ist es. Also ich brauche kein Thermometer. Ich mache das wirklich immer nach Gefühl. Ich koche eben jetzt mal eine Weile und ich fasse das gerne an mit den Händen, gucke mir das mal an. Jedes Fleischstück ist anders von der Textur her und deswegen muss man auch wirklich so, ich sage immer gern mein Poissonnier oder Saucier, das musst du wie deine Allerliebste behandeln. Also wirklich so schön schauen, dass es der Garpunkt passt, dass es... man muss es anfassen, man muss sich so drum kümmern, so wie gerade eben. Du hast mir das Fleisch rausgeholt, es sah so fertig aus, ist es aber nicht. Der braucht noch ein bisschen, ungefähr 6 Minuten braucht es noch. Wir müssen es nachher noch kurz arrosieren in der Pfanne. Und dann wieder ein neues Wort, arrosieren, bitte erklär es mir. Arrosieren ist, das hatten wir, glaube ich, beim Steinboot. Das hatten wir im Steinboot. Wir hatten keinen Steinboot, also, Zander. Zander, genau. Arrosieren eben in der Pfanne mit etwas Butter, Olivenöl und Kräuter mit einem Löffel.
die schäumige Butter, Nussbutter auf den Fisch drauf oder auf das Fleisch drauf, damit wir die Aromen von der Nussbutter und die gerösteten Knoblauch, Rosmarin, ja. Thymian in das Fleisch hineingeht oder in Fisch beziehungsweise. Ja, das nennt man arrosieren. Es kommt von arrosé, das ist ein französischer Verb. Das heißt, ich laufe hier als Franzose raus. Ich sehe es schon. Wie sagt man das schön auf Deutsch? Begießen, genau, man begießt das Fleisch mit den Aromen. Ja, so, danke. Jan ist ein Halbfranzose hinten, sehr gut, danke. Julia hat gerade gesagt, dass sie auch so, gerne so eine saubere Küche hätte, vor allem wenn ihr Mann gekocht hat. Ich glaube, das ist relativ einfach, du musst deinen Mann nur dazu erziehen. Ja, also bei mir ist das auch so, wenn ich zu Hause koche, ich reiß alles raus und benutze alles. Ist nicht so gut, aber wie gesagt, Julia, dein Mann wird das verstehen. Ich kann dir nur Folgendes sagen, wenn ich daheim koche, sagt meine Frau auch, sagt, geh bitte aus der Küche raus. Ich weiß es nicht, ob du wirklich Koch bist oder nicht, weil ich habe dann zwei linke Hände zu Hause. Ja, ich glaube, ja gut, aber guck mal, wenn du, ich meine, es ist natürlich auch wirklich so, dass danach, nach dem Service, gerade im Restaurant, wird die Küche geschrubbt und geputzt und getan und gemacht, dass alles wieder auf Hochglanz ist, was auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Vielleicht hat man dann zu Hause auch nicht so viel Bock. Ja, in der Tat. Also zu Hause ist es natürlich schwierig, ja. Man muss ja auch mit dem System von der Frau auch klarkommen. Ja, genau. Frauen machen das alles auch nur, um uns zu verwirren, glaube ich. So. Wir haben unser Poveraden, wir haben unser Chutney, ist fertig. Ja, ich brauche jetzt hier ein bisschen Thymian. Darf nur kurz, du hast jetzt gerade noch mal etwas Tomate noch mal reingemacht ins Chutney. Genau, ich brauche ein bisschen frische Säure für unser Paprika-Chutney. Das gehört irgendwie so ein bisschen zusammen. Deswegen mache ich es immer mit rein. Mhm. Ja. Du wurdest gerade gefragt, Nussbutter heißt geschmolzene Butter? Fragezeichen. Ach, das können wir auch gerne demonstrieren. Hier habe ich Nussbutter. Also Butter gibt es hier sau viel. Also das ist Wahnsinn. Ich hatte wirklich mal Experten draußen, die gesagt haben, in Nussbutter gegarter Kabeljau oder Steinbutt. Das esse ich nicht. Ich habe eine Nussallergie. Nein, das hat mit Nussbutter überhaupt nichts zu tun. Man nehme die Butter, so wie man hier sieht, etwas Butter. Ein bisschen Butter halt wieder. Ja, so. Das tun wir jetzt erhitzen. Und beim ständigen Rühren, so wie hier, oder Schwenken, ja, aufpassen, dass die Soteuse oder Stielkasserolle oder Pfanne, wie auch immer, was man daheim hat. Oder halt Topf. Oder Topf. Ja. Nennen wir es doch mal Topf. Nennen wir es mal Topf. Hast du recht, Philipp, es tut mir leid. Nee, das ist schon okay. Ich bin ja der dann versucht mitzudenken, dass die Leute zu Hause jetzt nicht alles haben, wie du hier in der Küche. Butter besteht in diesem Fall aus 82% Fett und 18% Molke. Und die Molke und Butter, sobald man die erhitzt, fängt sie an, so nussig zu schmecken, beziehungsweise so goldbraun zu werden, so wie man hier sieht, ja. Genau, und dann kriegt sie einfach nur diesen leicht nussigen Geschmack im Butter. So ist es. Und das nennt man Beurre Noisette oder Nussbutter. Ich mache das mal hier in der Schale rein, dass man das auch sieht. Die ist dann, also Spätzle mit Nussbutter oder Brokkoli mit Nussbutter und Mandeln zum Beispiel. Das macht man auch gerne. Ich glaube, das ist auch so wahnsinnig klassisch. Also das hatte ich auch schon bei meiner Oma früher oder überhaupt gab es das immer dann. Und man riecht es auch hier. Also es riecht leicht nussig. Ich finde es toll. Ich darf alles riechen. So. Und so schaut es aus. Und das nennt man Nussbutter. Also das hat mit Nuss nichts zu tun. Also, ich habe hier unser Fond, Philipp. Jawohl. Das tun wir hier abpassieren. Das zeige ich mal in der Kamera. Und nochmal wie beim letzten Mal. Also normales Sieb tut es natürlich auch, wenn ihr sowas nicht zu Hause habt. In dem Falle ist es einfach ein bisschen feiner und filtert noch mehr raus. So ist es. Dann aber hier, das tut es zu Hause auch. Ja, man fragt sich, warum die Soße so schön glänzt in einem Restaurant und so weiter. Das kommt dadurch, dass wir die Soße immer mehrmals abpassieren. Durch einen Stoffsieb oder ein Passiertuch. Mhm. Ja, und dann hat man, wie man hier sieht, eine schöne Farbe von der Soße, die schön glänzt. Da ist die Nussbutter noch mit drin. So, das kommt jetzt hier rein. Das wird leicht einreduziert. Wir müssen langsam zum Ende kommen, befürchte ich, lieber Ben. Ja, so ist es. Kommen wir auch jetzt gleich. Sehr jetzt mache ich meinen Thymian noch mit rein, dass ich richtig frischen Thymian-Geschmack habe. Weil nicht, dass wir nachher aus der ganzen Schaltung rausfliegen. Ich mache gerne
Thymian von vornherein mit rein und ganz zum Schluss, damit die ätherischen Öle, also die Aromen von den Thymian so frisch schmecken. Wenn wir das jetzt bei uns machen, machen wir das immer gerne ganz zum Schluss. Da hat man auch so eine schöne Soße dazu. Also, hier habe ich meine Soße, mein Chutney, wie man hier sieht. Das lasse ich jetzt mal kurz hier stehen. Jetzt holen wir unser Lammrücken. Super schön. Also wie der Benni es jetzt auch gerade gemacht hat, dass er es einfach nochmal dann reingemacht hat in den Ofen, als er gemerkt hat, dass es nicht so ist. Macht es einfach, bis ihr denkt, dass ihr damit zufrieden seid. Man kann ja auch mal also so Schnitte rein machen, um zu gucken, wie es ist. Ist natürlich nicht so gut. Dann wird das Ganze, dann läuft der Fleischsaft aus, dann wird es trocken. Deshalb versucht es, oder hat also entweder mit dem Drücken oder mit einem Kernthermometer, wer es hat. So, du machst jetzt nochmal, jetzt kommt eben das nochmalige Anbraten, was du vorhin gesagt hast. So, arrosieren. Also, ich nehme mein Fleisch aus dem Ofen, auf der Hautseite nochmal kurz scharf anbraten, dass sie eine schöne, krosse Haut. Die Röstaromen sind wichtig. Ich mache den Ofen aus, dass wenn ich das Piepen habe. Oh, herrlich, das duftet ja, also so der schön. Duft ist Wahnsinn. Also ich hoffe, ihr habt den gleichen Duft jetzt auch zu Hause, da ihr alles mitgekocht habt. So, das ist Arrosieren, Philipp, mit Nussbutter. Hier sieht man es wunderschön. Die Butter riecht nussig. Die hat eine schöne goldbraune Farbe und wird das Fleisch eben mit dem Löffel schön arrosiert, ja? Die Frage war gerade noch und von der Gabi, ob du danach den Fond mit dem Thymian nochmal aufkochst oder nur ziehen lässt. Natürlich, natürlich. Ich koche das nachher nochmal auf und nehme den Thymian. Aber jetzt lässt du es ja erstmal ziehen, dass es rausgeht, genau. Oder? Und nimm den Thymian raus und mixt es, weil wir eben so französische Soßen, sage ich mal, verwenden. Und deswegen wird alles dann gemixt, damit die Butter nicht oben bleibt und die Aromen unten. Okay, dass es sich nicht trennt und dann unschön ist. Also herrlich. Also ich finde es so schön, dass du bist auch so selber von deiner Arbeit so begeistert. Das macht halt auch einfach den Geschmack dann aus. Ich glaube, das ist auch so das Wichtige, dass wenn man, ich meine, jeder kennt es, wenn man seine Arbeit mit Liebe macht, dann ist das traumhaft. Und wie ihr es ja gerade auch mitkriegt, macht es dann unglaublich mit Liebe. So, unser Lammrücken rausnehmen. Jetzt etwa 4 bis 8 Minuten ruhen lassen. Die wenn wir es jetzt sofort schneiden würden, läuft uns der Fleischsaft raus. Und das wollen wir natürlich nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben tatsächlich, glaube ich, nur noch 5 Minuten, wenn überhaupt. Also okay. Wir sollten jetzt anrichten. Also normalerweise also ruhen lassen. So, dann machen wir das jetzt mal eben hier. Ich habe hier meinen Paprika-Chutney. Würdest du mir ein bisschen Mikroblutampfer organisieren, bitte? Aber selbstverständlich. Bronzefenchel. Ich darf jetzt etwas Deko machen. Das ist doch auch was Schönes, dass ich auch ein bisschen was zu tun habe. Ja, kannst du gerne machen. Nee, nee, das überlasse ich dir. Ich zupfe sie nur. Weil ich kann das nicht. Bei mir sieht das nie so schön aus, wie es bei dir aussieht, sondern es sieht immer ein bisschen unschöner aus. Jetzt habe ich. Sieht aus hier, wie beim. Man sieht es wunderschön. Jetzt läuft mir der Fleischsaft ein bisschen raus, aber das ist nicht so schlimm. Hier sieht es schon mal sehr gut aus. Wie gesagt, ihr wisst ja, dass ihr es ruhen lassen sollt. Also nur ruhen bei uns lassen. Ist jetzt die Zeit. Geht einfach nicht mehr. So. Jetzt ein Stückle Lamm drauf. Die schönen gebratenen Poveraden. Sieht traumhaft aus. In der Zwischenzeit kann ich schon mal nebenher sagen, für alle, die gerade zuschauen, und zwar am Freitag, also diesen Freitag, den 17., machen wir um 18.30 Uhr, kommen wir dann zum Dessert. Also da wieder mit dabei sein. Ihr kriegt natürlich wieder vorher das Menü und ihr bekommt wieder alles. Und dann könnt ihr da wieder mitkochen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bilder gemacht habt, bitte, bitte schickt uns die Bilder. Und wir freuen uns. So. So schaut's dann aus. Gebratene Lammrücken mit Poveraden, glasierte Poveraden oder Artischocken und Paprika-Chutney. Guten Appetit, Leute. In dem Sinne nochmal, trinkt dazu Wein. Sehr, sehr wichtig. Ja. Ja. Sehr zum Wohl. Vielen Dank. Einfach versucht, das Beste aus der Geschichte zu machen. Unterstützt die, die es brauchen können und lasst es euch gut gehen.
an alle zu Hause, frohes Ostern. Vielen Dank, frohe Ostern. Genießt es. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.